Poppy Playtime Chapter 3 hat uns viele Fragen beantwortet. Experimentenvorgänge wurden teilweise aufgedeckt, The Hour of Joy war mehr ein sinnloses Massaker, als dass es wirklich half, und wir haben erfahren, was mit unseren Mitarbeitern passiert ist. Dabei stellen sich neue Fragen auf und im heutigen Video werden wir uns die Story zu Chapter 3 etwas genauer ansehen. Doch bevor wir loslegen, gibt es eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben jetzt auch einen Discord-Community-Server, wo ihr über Theorien, Lore und alles, was euch so in den Sinn kommt, unterhalten und austauschen könnt. Ihr wollt, dass ich eure Theorien in ein Video packe? Dann könnt ihr das gerne in einem Forum dafür schreiben. Joint jetzt unserem Discord-Server und werdet Teil von Kugilands. Nach den Ereignissen in Chapter 2 führt Poppy uns nicht wie geplant zu einer der Ausgänge. Da wir für ihr Vorhaben perfekt sind, stürzt sie uns geradewegs in unsere neue Aufgabe. Es geht in Richtung Playcare. Der Zug verunglückt und macht unseren Weg in die Playcare nur schwerer, denn jemand ist auf uns aufmerksam geworden, der uns unbedingt aus seinem Reich fernhalten will, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Wir sprechen hier von Catnap, der uns findet und in seinem Maul Richtung Müllpresse schleppt und uns in diese reinwirft, in der Hoffnung, dass wir hier durch unsere Bewusstlosigkeit nicht wieder rauskommen. Catnap rechnet natürlich nicht damit, dass wir hier hinkommen und flieht durch einen Schacht wieder Richtung Playcare. Das allererste VHS-Tape, das wir finden, ist auch eines der interessantesten. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily not. All the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. I'm sorry, I don't need to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word, but this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said that it was colorless. I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal. And we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Miss Harper wird hier von einer anderen Mitarbeiterin interviewt. Sie erzählt hier, dass wie immer Catnap seinen roten Rauch ins Zimmer ließ und alle friedlich schliefen, bis zu dem Punkt, als Mary aufschrie. Geweitete Pupillen hatte, angsterfüllt war und ihr Blut gefühlt unter ihrer Haut kochte. Albtrommel kommen vor, aber diese Art hatte Miss Harper noch nie gesehen. Mary beschrieb ein Monster, das sie gesehen hatte, das farblos war. Für Mary war es genau hier. Miss Harper schreit diese Frau an, dass sie ihr kleines Mädchen wiederbringen sollen. Vermutlich sprechen wir hier von Mary Payne, besser bekannt als Mommy Longlegs. Miss Harper scheint so etwas wie eine Betreuerin für die Playcare zu sein, denn sie beschreibt hier alles ziemlich genau, die ganze Situation, und kennt auch Catnap. Kurze Zeit später bekommen wir einen neuen Charakter vorgestellt. Ein Telefon klingelt und eine Stimme, die man einem Jungen zuordnen kann, spricht mit uns. Er gibt uns die Information, dass er Ollie heißt und dass Catnap auf uns aufmerksam geworden ist durch diesen Zugunfall. Das hier sei Catnaps Reich, sein Jagdrevier und alles, was er will. Nachdem wir die Gondel betreten und Richtung Playcare fahren, wird uns auch von Elliot Ludwig höchstpersönlich erklärt, was hier unten gebaut wurde. Elliot Ludwig spricht hier davon, dass man nie genügend Geld und Verständnis haben kann. Er hat viele gefragt, jede Antwort war unterschiedlich, aber eins wurde immer vergessen. Keiner von ihnen kam auf die Antwort, obwohl es doch so simpel war. Ein Lächeln. Ein Lächeln ist Liebe, Hoffnung und Verständnis. Nichts macht ihn glücklicher, als der Grund für ein Lächeln zu sein. Er präsentiert uns hier kurz darauf die Playcare, ein Waisenhaus unter der Erde, das alles zu bieten hat, was ein Kind sich nur wünschen kann. Einerseits ist die Playcare ein Projekt, das man lieben kann. Auf der anderen Seite ist die Vorstellung, dass dieses Projekt nur zum Schein der Playtime Crew dient, ziemlich krank. Die Playcare ist mehr wie das perfekte Schlupfloch für die Experimente. Keiner würde je vermuten, dass die Waisenkinder für solche kranken Zwecke hier unten sind. Neben einer Schule und der Home Sweet Home gibt es ein Playhouse, ein Rathaus und einen Toy Store.
Olli ruft uns, nachdem wir angekommen sind, wieder an und erzählt uns ein paar kleinere Details zu diesem Ort. Doch viel wichtiger ist für ihn, dass wir den Raum unter den Statuen betreten, um unsere Aufgabe fortzusetzen. Denn wir müssen zu Catnap gelangen. Doch bevor wir dies tun, müssen wir das Poppygas umleiten. Das Ganze wird aber sabotiert und unser Weg führt uns zur Home Sweet Home. In Home Sweet Home bekommen wir es das allererste Mal mit Catnaps Poppygas zu tun und direkt fällt uns auf, dass unser Grab Pack verschwunden ist. Allgemein scheint dieser Ort etwas zu sein, an dem wir schon einmal früher waren. Wir kennen diesen Ort. Catnap lässt uns in diesem Albtraum ein paar Informationen zukommen über ein Kind, das in Elliot Ludwigs Haus tot aufgefunden wurde. Zumindest das, was von ihm übrig war. Man fand dieses Kind in einem Seesack, es fehlten Organe und Knochen. Die Playtime Co. wies natürlich alle Anschuldigungen gegenüber Elliot Ludwig ab, der zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Er war ein ehrenvoller Mann, der Kinder sehr liebte. Es sei makaber, was ihm dort versucht wird vorzuwerfen. Nach diesen Informationen durchqueren wir mehrere Gänge, bis wir in einem Raum ankommen, der aussieht wie ein Krankenzimmer. Viel wichtiger ist hier aber das rote Tape, das wir finden. Denn alles, was in diesem Albtraum passiert, wird von Catnap manipuliert. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Anfangs wirkt dieses Tape recht normal. Man wird begrüßt, alle scheinen super fröhlich zu sein, was zur Playtime Co. sehr gut passt. Es nimmt aber eine andere Form an, als der Sprecher anfängt, auf uns einzugehen, dass wenn wir Jahre später wieder zurückkommen, uns nur schrecklicher Horror erwarten wird. Kreaturen, die nur darauf warten, dass wir zurückkommen. Sie warten im Schatten mit lächelnden Gesichtern, voller Zähne, Fleisch und Plastik, um uns einen warmen Empfang zu bereiten. Sie werden uns nicht viel Zeit geben, unseren Platz in einer Welt zu finden, die wir vor Jahren verlassen haben. Eine Welt, die nun ihnen gehört. Nach diesem Albtraum finden wir in der Home Sweet Home nach und nach Bilder von verschiedenen Kindern. Eines davon ist Theodore Gramble. Gissy Missy finden wir auch in einem Raum. Sie hat ein Bild von einem kleinen Mädchen in der Hand und sitzt auf einem Bett. Sie bekommt uns gar nicht mit und scheint sich an etwas zurückzuerinnern. Meine Theorie hierfür ist, dass das Kind auf dem Bild Gissy Missy selber sein könnte. Das Ganze ist aber natürlich nur eine Vermutung. Man sieht an vielen Wänden Bilder gezeichnet von Kindern. Bilder, die zeigen, wer alles gestorben ist. Man sieht hier auch Gissy und Poppy zusammen auf einer Wand gezeichnet. Dass Bobby Bearhack nicht mehr lebt und dass viele andere beseitigt wurden. Das nächste Tape, das wir finden, gibt uns einen kleinen Einblick darauf, was den Kindern erzählt wurde, wenn sie sich doch einmal in Richtung Labor verirrt hatten. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well,
Do you really think you will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Hierbei geht es um das Experiment 1322, was bisher nicht bekannt ist, wer dieses Experiment sein soll. Dem Kind wird hier gesagt, dass es seinem Freund sehr schlecht geht und dass er sich keine Sorgen machen muss, denn man gebe ihm die beste Behandlung, die er bekommen kann. Man mache ihm besser als vorher. Man mache, dass es ihm viel besser gehen würde wie vorher. Was direkt sagt, dass das Kind ein Bigger Body werden wird. Da die Playtime Co. die Kinder so stark manipuliert, dass sie alles, was man ihnen erzählt, glauben, erfahren wir im nächsten Tape im Wohnzimmer. Denn hier wird eines der Kinder von Dr. White ausgewählt, um die Playcare zu verlassen und Samuel wird nicht so zurückkehren, wie die Kinder ihn kennen. Ah, and here they all are. Well, of course. They'd never miss this. Look at Mrs. Brooks. He's going away. Oh, tell us. This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Yay! Now, before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. One, two, three! Goodbye, Sam! Man hört hier richtig, wie gut Playtime Co. die Kinder im Griff hat. Denn sie feiern richtig, dass Samuel von Dr. White ausgewählt wurde. Kinder wissen natürlich nicht das Geringste über diese Experimente, was in dieser Hinsicht auch das Beste für sie ist. Dr. White ist also einer der führenden Ärzte der Playtime Co. Wenn er Kinder für Experimente auswählen kann, wer genau er war, werden wir hoffentlich noch erfahren. Catnip hinterlässt uns auch hier die ein oder andere Nachricht, um uns zu sagen, dass wir nach Hause gehen sollen, dass wir hier nicht gebraucht werden. Nachdem wir die Home Sweet Home verlassen haben, haben wir Glück, dass Poppy in der Nähe von Kissimissi ist und sie aufhält. Kissy hätte uns hier definitiv direkt beseitigt. Poppy erklärt uns, dass dieser Ort Kissy sehr nervös macht und dass sie uns nur gefunden haben dank Olli. Poppy und Olli scheinen sich also zu kennen, denn sie spricht ja auch davon, dass er uns weiterhin helfen wird. Im Fahrstuhl erklärt uns Poppy erst einmal, dass wir gebraucht werden. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wir sind perfekt dafür gemacht, um den Prototypen zu besiegen. Alle haben genug gelitten, ob wir das nun waren oder die Bigger Bodies. Wir helfen also nun nicht mehr nur Poppy, sondern auch allen anderen, die hier unten für Dinge bezahlen, die sie nicht getan haben. Das Gebiet von Miss Daylight, die Schule, wird uns etwas Aufschluss geben über Catnip selber. Denn so herzlos und gnadenlos, wie wir ihn einschätzen, ist er gar nicht. Auf einigen Zetteln, die von Miss Daylight geschrieben wurden, erklärt sie uns, dass sie eingesperrt wurden von etwas, das man nur atmen hört, was gut zu Catnip passt. Mit der Zeit bekommen aber auch die Lehrer Hunger und Miss Daylight baut sich ihre Waffe, die sie liebevoll Barb nennt, und fängt an, mit dieser zu sprechen. Miss Daylight hat also sichtlich psychische Probleme. Barb erzählt ihr, dass sie essen muss. Und dass, wenn sie sich nicht bewegt, alle anderen denken, sie sei tot. Und genau das ist das, was Miss Daylights Vorteil gegenüber den anderen ist. Wir finden auch niemanden mehr in dieser Schule. Und sie erwähnt, dass wir gehen sollten, denn Catnip würde sicher sauer sein. Laut Miss Daylight hören wir auch nicht gut zu und sie fragt sich, ob unsere Schreie genauso klingen wie die der anderen Menschen. Miss Daylight hat also hier einige auf dem Gewissen. Wie viele, kann man leider nicht sagen. Aber ihr scheint das Ganze sogar Spaß zu machen. Im gelben Tape erfahren wir ein wenig mehr über ihre Absichten und wieso Catnip nicht so herzlos ist, wie wir dachten. Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh, can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Wenn wir hier auf die Worte achten, die Miss Daylight von sich gibt, als sie das Wesen nachahmt, merken wir schnell, dass es Catnip ist, von dem sie hier spricht. Catnip hat also dafür gesorgt, dass die Kinder an Sicherheit sind, bevor sie in die Hände der gestörten Miss Daylight gelangen. Ob Catnip wusste, dass sie ein psychisches Problem hat? Catnip hat gemerkt, dass Miss Daylight durchgedreht ist, Spaß am Töten hat und alles und jeden umbringen wird, wenn sie nur die Chance dazu bekommen wird. Hier hat Catnip also mit Verstand gehandelt und hat eine der Gefahren für die Kinder vorerst beseitigt. Was aber nur mit diesen Kindern geschehen ist? Vielleicht haben einige der Kinder überlebt.
und leben nun im Labor, was ich aber für recht unwahrscheinlich halte, denn wir kommen erst Jahre später zurück. Nachdem wir Miss Daylight beseitigt haben, bekommen wir mit dem nächsten Tape ein Gespräch von zwei Mitarbeitern zu hören. Your stupid clunky elevator. What was that, Reggie? Nothing. Let's just get this shipment dropped and go. I take it you're not a fan of this place, are you? Nope. Never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. An honest, hardworking man. You proved me right. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Von Stu und Rich. Man merkt sichtlich, dass sich Rich aufregt, was hier unten vor sich geht. Sie dürfen nicht einmal mit den Kindern reden und er glaubt, dass alle gegen ihn sind. Stu hingegen ist kurz vor seiner Pensionierung und spricht darüber, einen Nachfolger für seinen Job zu wählen, und wenn Richard sich beweist, wird er den Posten von Stu übernehmen. Er erwähnt auch, dass nicht alle gegen ihn seien. Wir wissen bereits, dass wir ein Mitarbeiter der Playtime Co. waren und dass wir nicht wissen, was mit unseren Kollegen hier unten passiert ist. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir Stuart spielen, da er hier schon in Richtung Rente ging. Aber vielleicht spielen wir ja Richard. Er sollte den Posten von Stu übernehmen und hatte auch kein gutes Gefühl in der Playtime Co. Hat Richard sich vielleicht entschlossen, den Posten abzulehnen und aus der Playtime Co. auszusteigen? Hat er sich vielleicht Jahre später dazu entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, um zu schauen, was hier unten wirklich passiert ist? Neue Fragen, die aufkommen und keine richtigen Antworten dazu. Hierbei können wir aktuell nur spekulieren. Einige Zeit später sehen wir Catnap wieder an einem Schrein, den er für seinen Gott gebaut hat. Er betet ihn hier an, was natürlich zeigt, wie loyal er gegenüber ihm ist und dass er alles für ihn tun wird, damit er sein Ziel erreichen kann. Playhouse ist voller Smiling Critters, doch bevor wir uns mit diesen kleinen Biestern beschäftigen, schauen wir uns das lila Tape Check-In an. Okay, this is Catnap. Experiment number 1188. What's his real name again? Okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? The prototype will save us! Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it.
Lake Pierre spricht in diesem Tape zu Catnap und gibt deutlich zu erkennen, dass Harley Sawyer, der vorher für Catnap zuständig war, nicht wiederkommen wird. Vermutlich wurde er aus dem Weg geräumt. Pierre weiß nicht einmal Catnaps Namen, was schon sehr stark dafür spricht, dass es Dutzende Experimente in den Laboren gab. 4 Jahre ist Theo nun in Catnaps Körper. Und trotz anfänglicher Probleme lieben ihn die Kinder mittlerweile. Catnap spricht sehr wenig und da Alate nicht antwortet, vergewissert er sich, ob die Sprachbox funktioniert. Man hört regelrecht, wie schwer es Catnap fällt zu reden, da er sehr tief einatmen muss, um etwas zu sagen. Er hört sich an, als würde er beatmet werden. Wir hören hier auch, dass Catnap nur dafür da ist, um die Kinder zum Einschlafen zu bringen. Dass er in seiner Zelle sein neues Zuhause hat und keiner, nicht einmal der Prototype, ihn retten kann. Pierre ist sich hier also sehr sicher, dass sie alles unter Kontrolle haben, dass hier unten nichts passieren wird. Die Smiling Critters sind kleine, plüschartige Biester, die versuchen, uns das Leben zur Hölle zu machen. Sie lauschen dem Befehl von Catnap und versuchen, uns zu töten. Diese kleinen Biester würden alles dafür tun, um zu überleben. Sie kriechen unter deine Haut und fressen dich von innen auf. Informationen, die Dog Day uns übermittelt. Der letzte der Smiling Critters in der Bigger Body Form. Dog Day weiß, wer wir sind. Er nennt uns hier Poppy's Angel. Derjenige, der versucht, alle zu retten. Er erzählt uns aber auch, dass der Prototyp für Catnap wie ein Gott ist und dass sie versucht haben, gegen den Prototypen anzukämpfen, sich zu widersetzen. Aber es gelang keinen des Smiling Critters, etwas dagegen zu tun. Wir sehen also, dass die Critters versucht haben, das Ganze zu beenden, dem Prototype ein Ende zu setzen. Wie lange die Plush Smiling Critters Dog Day dort gehabt haben, kann man nicht sagen. Aber es scheint schon eine ganze Weile zu sein. Außerdem sagt Dog Day hier, dass jeder, der sich gegen Catnaps Gott stellt, als Ketzer dargestellt wird und genau das mit Ketzern passiert. Er lässt sie lange und qualvoll leiden. Das Ganze endet in einer Fressorgie der kleinen Critters und in einer Verfolgung unsererseits. Eines dürfen wir jedoch nicht vergessen. Diese kleinen Biester tun dies nicht, weil sie das gut finden, sondern weil sie Angst davor haben, so zu enden wie die anderen Ketzer. Sie versuchen zu überleben und das mit jedem Mittel, was dazu nötig ist. Im nächsten Telefonat mit Olli fragt er uns, ob noch alles an uns dran ist und wir keine Ouchies haben, denn er möchte nicht noch mehr Freunde hier unten verlieren. Olli sieht uns also mehr als Freund an, als dass wir ein Werkzeug für ihn sind. Es gibt aber weiter keinen Hinweis auf seine Identität. Das Rathaus ist für alle gedacht, die Hilfe suchen. Hier haben wir die Büroräume der Mitarbeiter. Direkt zu Anfang bekommen wir ein Tape mit einer Warnung abgespielt, dass sich ein derzeit unbekanntes Objekt in die Playtime Factory eingeschlichen hat und alle Mitarbeiter aufgefordert werden, die Räume zu evakuieren. Sollte dies nicht gelingen, solle man sich ein sicheres Versteck suchen und sich ruhig verhalten. Mit Decken abdecken und keinen einzelnen Person die Tür öffnen. Die Playtime Co. war also auf genau solche Fälle teilweise vorbereitet und hatte genaue Anweisungen für ihre Mitarbeiter. Die Situation ist auch bekannt als The Hour of Joy. Playcare war eine Einrichtung für Waisenkinder, in der man wie in jedem Waisenhaus auch adoptieren konnte. Was etwas sehr makaber ist, da viele der Kinder eher für die Experimente genutzt wurden. Die Adoptionen trugen mit zum guten Image der Playtime Co. hinzu und ließen niemanden daran zweifeln, dass hier nur Gutes gemacht wurde. Stella Graber, eine der Mitarbeiterinnen, hatte ein solches Adoptionsgespräch mit Oh, Mr. and Mrs. Hartman! Come on in! Please, have a seat! How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says... Testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Hier geht es um Jeremy, der von ihnen adoptiert werden soll.
wozu es nicht kommt, denn für Jeremy gibt es bereits andere Pläne. Auf einem Schreiben, das Stella Graber vor sich hat, steht Testing. Sie kann dem Ehepaar kaum erklären, warum sie ihn nicht adoptieren können. Der junge Jeremy wurde hier also als Kandidat für einen Bigger Body getestet. Verständlich, dass das Ehepaar hier mehr erfahren will, aber keine Antwort bekommt. Katniss verfolgt uns das ganze Spiel über und gibt uns immer wieder klar zu verstehen, dass wir diesen Ort verlassen sollen. Gerade hier im Rathaus wird das nochmal richtig deutlich, nachdem er uns in einen Raum stößt und uns die Gasmaske wegnimmt. Was jetzt nun aber einen Wendepunkt gibt, ist, dass unser Telefon kurz klingelt und wir Katniss hören, wie er sagt, verlasse diesen Ort oder ich werde dich holen. Wieso hat Katniss hier die Chance nicht genutzt, uns direkt zu beseitigen? Er hätte hier ohne Probleme das Ganze beenden können, aber er tat es nicht. Er hatte während des Spiels mehrmals die Chance, uns das Leben zu nehmen. Katniss zeigt uns hier nur, dass er will, dass wir verschwinden, dass alles, was in der Plague hier ist, ihm gehört und dass es keinen Grund für uns gibt, hier zu sein. Als wir versuchen, die große Batterie einzusetzen, merken wir das erste Mal, dass Katniss die Sache wirklich ernst meint. Durch sein Gas verändert sich auch seine Form und sieht genauso aus, wie Mary sie beschrieben hat, nachdem sie ihn im Albtraum gesehen hatte. Der Prototyp wird hier auch noch einmal thematisiert. Log Code 24459. In relation, Experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you feel it? There is a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Er wird von Ärzten regelrecht gefoltert. Sie stechen, schlagen und brennen an ihm herum, nur um etwas herauszufinden, das sie nie wissen werden. Der Prototyp ist aber dankbar dafür, denn er findet täglich etwas Neues über seine Peiniger heraus und auch hier fällt direkt auf, dass er mehrere Stimmen hat. Wollten die Ärzte über den Prototyp herausfinden, wie man unsterblich wird? Denn welches Geheimnis sollte der Prototyp sonst in sich tragen? Katniss' Kampf ist relativ simpel gehalten, solange wir hier nur darauf achten, wer der Echte ist. Am Ende sehen wir den Prototyp, wie er Katniss die Hand reicht und Katniss sich loyal, wie er ist, von ihm mitnehmen lässt. Das Ganze scheint hier aber nicht unfreiwillig zu geschehen, denn Katniss sollte wissen, wie der Prototyp drauf ist. Was genau hat er aber jetzt nun mit Katniss vor? Wie Mami Longlegs in Chapter 2 erwähnte, will sie kein Teil von ihm werden. Was sie uns damit sagen will, ist, dass der Prototyp sich zusammensetzt und ziemlich wahrscheinlich die Fähigkeiten der anderen annehmen wird, was ihn für uns ziemlich gefährlich machen wird. Das letzte Tape, das wir sehen, bevor es in Richtung Labor geht, ist das Video, das alle nur The Hour of Joy nennen.
Kurz gesagt sehen wir hier, was passiert ist, dass alle Megabodies sich zusammengetan haben, um die Kontrolle über die Playtime Factory zu übernehmen. Sie achten dabei nicht auf Menschen, die unschuldig waren. Sie schlachten regelrecht jeden ab, der in dieser Factory arbeitet. Es ist ein sinnloses Massaker, das in dieser Situation nichts geändert hat. Niemand wusste, was passiert und wieso es passiert. Schreiende Menschen versuchten sich zu retten, in Angst um ihr eigenes Leben. Viele der Mitarbeiter kannten die Experimente nicht, waren unbeteiligt und mussten trotzdem ihr Leben geben. Bobby erinnert sich wirklich an jedes Detail, jeden Schrei, den sie von sich gaben. Der Prototyp führte dieses sinnlose Massaker an. Auf seinen Befehl hin wurden alle Mitarbeiter beseitigt, in der Hoffnung, dass alles ein Ende haben wird. The Hour of Joy war der Wendepunkt für die Playtime. Unser nächstes Ziel ist das Playtime-Labor. Und bevor wir dies erreichen, hören wir klar, dass irgendetwas mit Kissimissi geschieht. Man hört, dass sie kämpft, aber gegen wen? Den Prototypen? Hat er vielleicht als Olli uns geholfen, um Kissimissi von Poppy zu trennen, um sie auszuschalten, weil sie sich gegen ihn gewandt hat? Oder übernimmt er hier Kissy und wir sehen sie erst im Labor als eines der neuen Gegner wieder? Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Aufschluss über die Geschehnisse in Chapter 3 geben. Wenn euch das Video gefallen hat, haut den Like-Button und abonniert den Kanal, um keine Lore-Videos mehr zu verpassen. Und achtet immer schön darauf, dass der Prototype euch nicht sieht.